Du bist gerade auf der Suche nach einer Stirnlampe, nach einer Headlamp, dann möchte ich dir diese Stirnlampe vorstellen. Eine Stirnlampe mit 500 Lumen, 10 verschiedenen Modi und 7 Lichtern. Ideal für Fahrradfahren, Wandern, bei Abend oder Nacht, beim Angeln oder beim Spazierengehen nachts mit dem Hund. Und wenn dich das interessiert, bleib dran, denn bereits nach einem kurzen Intro werde ich dir das Produkt näher vorstellen. Wir werden es austesten bei Dunkelheit. Bis gleich. Hallo und willkommen zu einem neuen Produktcheck auf Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes. Kurz gesagt, TTKW. Mein Name ist Sush Vinzenz und wenn du gerne Produktreviews, Produkttests oder auch Fazit schaust, dann lass jetzt unbedingt ein Abo da. Drück die Abo-Glocke, damit du keines meiner neuen Videos mehr verpasst. Lass am besten auch gleich ein Like da, dann vergisst du es nicht. Und wenn dir das Video gar nicht gefallen sollte, kannst du das Like am Ende wieder entfernen. Heute geht es um eine Stirnlampe mit 10 verschiedenen Modi, mit 7 Lichtern und insgesamt auf der hellsten Stufe hat diese Lampe 500 Lumen. Ideal zum Fahrradfahren, nachts mit dem Hund spazieren gehen, wandern oder sonstigen Aktionen. Ich habe dir die Stirnlampe unten mal verlinkt, da kannst du mal reinklicken, kannst dir Rezensionen von anderen Zuschauern mal durchlesen und kannst dir den Preis abholen. Derzeit ist gerade eine Rabattaktion auf dieser Lampe. Du bekommst sie momentan noch günstiger bei Amazon. Aber jetzt packen wir sie mal aus, testen sie an, ich zeige sie dir kurz und dann warten wir, bis es dunkel ist und schauen uns an, welche Leistung das sie bringt. Es ist eine kleine Bedienungsanleitung enthalten. Es ist ein USB-C-Ladekabel enthalten und natürlich die Stirnlampe, die Headlamp. Verstellbar vorne mit Leuchten, LED hinten mit Leuchten. Ja, es ist ein Akku verbaut, sodass diese mit dem USB-C-Ladekabel wieder jederzeit aufgeladen werden kann. Sie hat natürlich ein dehnbares Kopfband, sodass diese auf jeden Kopf drauf passt. Das Ganze könnt ihr natürlich auch verstellen. Hier ist das Kabel, welches zur Rückleuchte führt. Also wenn ihr mal nachts Fahrrad fahren möchtet, ist das natürlich praktisch, wenn ihr hier hinten eine Lampe habt und vorne natürlich die große Lampe. So sieht euch jeder. Und ihr müsst nicht an eurem Fahrrad noch zusätzliche Lampen enthalten haben. Wir klicken mal die einzelnen Modi jetzt bei Tageslicht durch und natürlich später nochmal bei Nacht. Das ist die große Lampe. Mit dem oberen Knopf schaltet ihr sie an oder aus. 2, 3 und beim vierten Mal ist sie wieder aus. 1, 2, 3, 4. Mit dem unteren Knopf schaltet ihr die vordere Lampe an. Ihr seht, das Ganze ist natürlich viel heller. Ihr habt hier beim zweiten Mal habt ihr die Seiten noch beleuchtet. Also ihr habt ein richtig breites Lichtspektrum. Beim dritten Mal ist das Ganze wieder aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Leuchtet es in Rot, also falls ihr es mal nach hinten setzen wollt, rot blinkend und beim sechsten Mal aus. Ja, ich denke, das ist erstmal ein erster Eindruck, den ihr von der Lampe haben könntet. Ich kann es auch noch mal so durchschalten. Ihr seht, jetzt schalte ich nur die breite Lampe und jetzt schalten wir mal die schmale Lampe noch dazu. Also ihr seht, welche Möglichkeiten hier alles bestehen. Ihr könnt hier wirklich sehr viele verschiedene Modi einstellen. Also perfekt für nachts irgendwelche Aktionen zu machen. Ja, ansonsten könnt ihr hier auf der Anleitung auch nochmal die 7 verschiedenen Modi sehen. Also am oberen Bereich die vordere Leuchte und im unteren Bereich die hintere Leuchte. Und jetzt gehen wir mal raus, schauen uns das Ganze mal im Dunkeln an. Kommt mit. So, es ist nun recht dunkel draußen. Ich schalte mal an. Das ist der rote Modus. Das ist der Blinkmodus in Rot.
Das ist wieder aus. Das ist der Helligkeitsmodus mit der großen Lampe. Das ist der komplette Modus. Und wieder der helle, der bisschen dunklere, der blinkende. Und hier sind wir wieder beim roten blinkenden und aus. Und das gleiche machen wir nochmal auf der Rückseite. Der rote Modus, der helle rote Modus mit dem roten und der blinkende Modus der Rückseite und aus. So, ihr könnt sehen, ich leuchte jetzt hier auf den Boden und man kann hier wirklich viel erkennen. Also die Lampe geht wirklich bis da hinten hin. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Die Bäume werden gut beleuchtet. Also da ist schon eine Strahlkraft da. Die 500 Lumen erkennt man schon richtig gut. So, das sind jetzt die 7 verschiedenen Modi, die ich euch gezeigt habe. Ich denke, das ist hell genug. Man kann diese wirklich super zum Fahrradfahren aufziehen oder zum Wandern oder zum Gassi gehen nachts mit dem Hund. Wie bereits erwähnt, ich habe es euch unten verlinkt. Schaut einfach mal rein. Die Lampe ist derzeit rabattiert. Für weitere Videos lasst ein Abo da, drückt die Abo-Glocke, lasst ein Like da und wir sehen uns bereits im nächsten Video wieder. Ich danke dir fürs Zuschauen. Ciao und bis bald. Dein Zusch Vinzenz. Und nun leg dich wieder hin und schau dir weitere Videos an, die ich dir hier überall eingefügt habe. Ciao und bis bald.